Und ich begrüße euch. Guten Tag. Ja, Leute, was geht? Hier ist der Tobi. Wir sind zurück bei Let's Play WWE 2K14. 30 Years of WrestleMania. Ja, wir nähern uns allmählich dem Ende. Wir haben jetzt hier noch WrestleMania 28 und wir werden dann hier rechts, ihr seht das Schloss, da werden wir auch nochmal drei Matches haben, wahrscheinlich bei WrestleMania 29. Erstmal sind wir jetzt hier angekommen. Ich muss mich gerade mal ein klein wenig leiser pegeln. So müsste das doch jetzt gehen oder wieder ein bisschen lauter. Boah, diese Feinmotorik hier. So, könnte eigentlich so jetzt gerade ausreichend sein. Ich lasse einfach mal so. Bei der WrestleMania 27 griff The Rock, der besondere Gastgeber des Kampfes, in einem ausschlaggebenden Moment in das WWE Championship Match zwischen The Miz und John Cena ein und verhalf The Miz zum Sieg. The Rock und Cena hatten sich wochenlang im Visier, aber an jenem Abend der People's Champ das letzte Lachen. Am Tag danach bei der Raw-Veranstaltung forderte Cena The Rock zu einem One-on-One-Match heraus. The Rock nahm die Herausforderung an und schlug vor, es bei WrestleMania 28 auszutragen. Während der Survivor Series 2011 traten The Rock und Cena gemeinsam an, um The Miz und R-Truth zu besiegen. Nach jedem Match traf The Rock Cena mit einem Rock Bottom, als WrestleMania 28 herannahte, beschimpften und verspotteten sich The Rock und Cena weiterhin. Die WWE-Welt erwartete ein Match wie kein anderes zuvor. Der People's Champ The Rock vs. The Champ John Cena. People's champ, listen to the people. They want a match. The Rock says, we make history. We do something that's never been done before. We make the biggest matchup of all time. WrestleMania 28, John Cena versus The Rock. This is the part where I'm supposed to say, I look forward to WrestleMania because I personally respect The Rock. I don't. The first time he got a taste of the bright lights, he was out of here faster than I could say, Rocky, don't go. I'm here, I've been here, I'll always be here. You're gonna have to kill me to beat me. The headline reads, John Cena defeats Dwayne Johnson in the biggest match in history in his hometown at WrestleMania 28. You're wrong about respect. The Rock respects you, knows what you've done, but it doesn't change the fact that The Rock just doesn't like you. I used to love The Rock just like you guys, and then he morphed into Dwayne and became a disciple of Team Filmin. The Rock is gonna take his size 15 boot and stick it right up Cena's lady parts. Team Bring It? He's Team Lost It, and the truth is getting scary. Because they weren't chanting Rocky last week, they were chanting Tooth Fairy. Finally, The Rock has come home, and he's never leaving again. And then he left again. John Cena teams with The Rock. Never before, never again. The Rock and Cena on the same team just a few months before their opponents at WrestleMania. Oh no! Rock bottom to Cena! The Rock said he'd send Cena a message, and boy did he ever. That was the opening salvo for our next chapter, when the two greatest of their generations finally meet at WrestleMania. Es war das bis dahin größte Match der WrestleMania-Geschichte. Ja, eigentlich sind die zwei größten Stars, neben Stone Cold Steve Austin und Hulk Hogan vielleicht, die WWE hervorgebracht hat, aufeinander getroffen in einem Match, was es so noch nicht gab. Okay, ich würde sagen, wir fangen an mit diesem epischen Match. Is so much to soak in, even for this young man. He's loving it. Ja, für die von euch, die wissen, wie das Match ausgegangen ist. Also ihr wisst wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich nicht das allerbeste wrestlerische Match mal, aber dieses Match hier lebte zu 100% von der Spannung.
Ja, also es lebte wirklich von der Spannung. Und es wurde ja auch in den Medien ein riesengroßer Hype um dieses Match betrieben. Ich meine sogar, dass auf bei RTL oder so, bei irgendeiner dieser Abendshows, oder bei RTL Aktuell? Ich glaube RTL Aktuell, TAF und RTL Exklusiv oder so, genau da hat man im Vorfeld über dieses Match hier berichtet. Und wenn ein Match des Wrestling-Sports, der in Deutschland an Popularität verloren hat, trotzdem so promoted wird, so gehypt wird, dann erhöht das den Stellenwert um einiges. Und wir werden Zeuge sein. Rock versus Cena. It's been over a year since these two have traded barbs, goading each other through social media and interviews, and now it's on. So, The Rock hat ja gerade schon mal gut angefangen. Cena kann allerdings nachsetzen. Wir gleich die nächste Aktion zeigen. Aber The Rock mit einem guten Shoulder-Block. Jetzt Cena. Ah, gut gemacht. Ja, beide starten nicht erst hier mit irgendeiner Abtastphase. Das geht sofort in die Vollen. Hier geht sofort richtig los. Ja, Cena vs. Rock, it's happening. Also wie gesagt, also zu dem Zeitpunkt war das wirklich ein ganz, ganz großes Ding. Also, ja. Da wurde in den Medien wirklich, auch in den USA, ging es nur um dieses Match. Zu Recht. Also der Hype war groß. Das Match war zwar, wie gesagt, wrestlerisch jetzt nicht so der Hammer. Allerdings war die Spannung unglaublich groß. So. The Rock. Jetzt hier mit John Cena. Es soll ein Superplex kommen. Geht er durch? Ja, der sitzt. So. Oh, look at the emotion. Und Spinebuster von The Rock. Und jetzt soll der People's Elbow kommen. Der People's Elbow von The Rock. In Perfektion. So, The Rock, jetzt soll der Rock Bottom kommen. Allerdings Cena mit dem Konter. Ansatz zum Attitude Adjustment. Der sitzt. Pin. Aber Rock kommt raus bei 2. Ah, jetzt haben beide jeweils schon mal 2 ihrer großen Moves ausgepackt. Oh. Starker Samoan Drop von The Rock. Und DDT. Ah, ganz, ganz stark gemacht von The Rock. Hat dort
gewusst, was Cena zeigen wollte. Setzt mit einem Elbow nach. Anschließender Pin. 1, 2. Aber Cena kommt raus. Konnte jetzt hier die Attacken von The Rock mit einem wunderbaren Luthers Press. Hans, der Referee. Oh, der Referee seine erotischen Beine ins Bild gedrängt. Belly to Belly. Pin. Aber kommt The Rock auch ohne Probleme raus. Body Slam. Ja, aufpassen. So, ihr wisst natürlich, ohne mein Feuerzeug kann ich nicht spielen. So, jetzt bin ich vollständig ausgerüstet. Super gemacht von The Rock jetzt. Wunderbarer Clothesline, nimmt Anlauf. Cena mit einem Pin. Jetzt The Rock. 1, 2. Wieder Cena. 1. Da kommt The Rock raus. Und setzt nach mit einem starken DDT. Oh, und wieder Cena. Aber kommt The Rock raus. The Rock. Das war gut gemacht. Und jetzt soll der Sharpshooter kommen. The Rock, der Sharpshooter ist drin. Cena auf dem Weg zu den Seilen. Er schafft es auch. Jetzt The Rock, der Konter. Rock Bottom. Sitzt. Jetzt nochmal Cena. Kann sich nicht befreien. 1, 2. Nein, immer noch nicht. Cena kommt raus. Der zweite Rock Bottom. The Rock kontert wieder dieses Comeback von Cena. Stark gemacht. Jetzt wieder Cena. Cena Fisherman Suplex. The Rock lässt sich das allerdings nicht gefallen. Cena muss in die Seile. Da kommt jetzt der Spinebuster. Und jetzt wartet er auf Cena. Jetzt stalkt er ihn. Cena taumelt, taumelt und taumelt. Rock Bottom. Und jetzt muss es das sein. Pin. 1, 2, 3. Ja, WrestleMania 28 war jetzt nicht ganz so schlecht. Hatte ein paar starke Momente dabei. Aber es gab auch zu viel Unterdurchschnittliches. So, das war's also für heute mit The Rock und John Cena. Es war wirklich, es war schon nicht schlecht, was die beiden abgeliefert haben. Match war Durchschnitt, Spannung war riesig.
im Endeffekt konnte das Match meine Erwartungen zumindest, also ich rede jetzt natürlich von der Realität, jetzt nicht vom Spiel, in der Realität konnte das Match meine Erwartungen gerade so erfüllen. Wie gesagt, es lebte eigentlich wirklich nur von der Spannung. So. In diesem Sinne soll es das also für heute erstmal gewesen sein und ich hoffe, wir hören uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play WWE 2K14. Leute, bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüss!